Das ist eines der neuen Mora-Messer. 200 Euro. 200 Euro. Wenn du wissen willst, was es kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich war auf der IBA 2023 und bin zum Mora-Stand gegangen und sehe die neuen Mora-Messer. Alles schön verpackt, wunderbar, schöne Schachtel, wirklich sehr hochwertig. Schöne Lederscheide mit dabei. Und ich greife das an und denke mir, boah, richtig fesch geworden. Und dann frage ich, what's the price? Und dann sagt er, weiß ich nicht, 200 Euro. Und ich habe mir gedacht, ich habe mich verhört oder so und frage noch einmal, 200 Euro. Und er sagt, ja. Ich habe es dann ausprobiert, direkt dort auf der Messe. Und das Messer ist grundsätzlich gut, das werden wir dann auch gleich sehen. Aber ob es 200 Euro natürlich wert ist, ist die andere Frage. Aber wir werden das in dem Video ganz einfach klären. Bin ja hier im Bushcraft Areal und mache gerade Feuer bei unserer Survival Training Ecke. Und da kann ich das natürlich sehr, sehr gut nutzen. Wobei, eins muss ich auch gleich dazu sagen. Es schneidet wie ein klassisches Mora. Also da gibt es nichts, wo ich sagen kann, wäre unangenehm. Das Ganze ist ein Full Tang. Ich glaube, dass das Birkenwurzelholz ist. Alles gemacht in Schweden. Es ist halt schwierig, gell? Es ist halt wirklich schwierig. Es beißt wirklich wie Hölle. Kann ich da gleich sagen. Also du wirst, wenn du es dir kaufst und sagst, du willst es, weil du es haben willst und sagst, das Geld ist mir wurscht, wirst du damit deine Freude haben. Also es beißt wirklich super. Du kannst dieses Mal auch Feuerstahl bedienen. Und zwar ohne, dass du irgendetwas selbst daheim basteln musst, sondern das ist Standard. Und wenn ich das vergleiche mit vielen anderen, Messern, dann muss ich da echt sagen, also das ist einfach fett. Nicht nur das, da ist fett, das ist billige Eigenwerbung unserer letzte Feuerstahl deines Demi-Gebiet da unten, der Link, Made in Austria, machen wir bei uns in der Reine-Rossmann-Werkstatt mit einem kleinen Fach dazu, dass du auch zum Beispiel ein Tampon als Zunder mitnehmen kannst oder was auch immer. Aber zurück zum Mora, das wird billige Eigenwerbung, ganz klar. Es ist schön ausbalanciert, hölle scharf mit dem Skandi, so wie man das kennen, also wirklich eine Schönheit. Und dass es halt keinen Guard hat, oder keinen wirklich nennenswerten Guard, das ist halt bei nordischen Messern so. Also das ist jetzt gar nichts, das ist jetzt Standard. Aber ich tue mir halt ganz einfach mit dem Preis wirklich, wirklich hart. Weil was soll ich dir sagen? Es ist jetzt zum Beispiel so, dass der Griff etwas tiefer gesetzt ist. Ich hoffe, du siehst das, den Teil der Klinge, also den Tang, der steht etwas über, dass man beim Batonieren eben nicht dieses wunderschöne Stück Holz kaputt macht. Und ich glaube, dass das Ganze eher daran liegt, dass es hat ja einen Shitstorm, wenn man das so nennen darf, ja, also eine Entrüstung gegeben, warum Mora so teuer wird, da kommen wir dann gleich dazu. Aber schau mal, hier hinten am Griffende wird es noch einmal etwas dicker. Hier eine kleine Erhebung, die ist aber auch nicht unangenehm, wenn du jetzt große Bratzen hast, große Hände hast, mach da überhaupt keine Sorgen, das spielt überhaupt keine Rolle. Sehr, sehr fein verarbeitet, richtig schöner Handschmeichler. Richtig schöner Handschmeichler. Ich denke mir halt, Mora hat einfach im Bewusstsein der Messer-Community, der Messernutzer, so ein billig, aber gut. Also die Standardaussage, wenn jemand anfängt zum Bushcraften oder fürs Survival Training im Autobereich, ich kaufe da Mora. Und das bin ich nicht der Einzige, das machen die meisten. Ja, Mora, Mora, Mora. Weil günstig, wenn du es verlierst oder kaputt machst, auch beim Schleifen, ne? Wenn du sagst, die Schleifen üben, fang einmal mit einem Mora Scandi an. Wenn du es kaputt machst, ist es nicht zu wild. Wenn du es verlierst, ist es nicht zu wild und es ist trotzdem richtig praktikabel. Und die kosten so 20, 30, 40, 50 Euro. Ja, kommt drauf, das Ganzball zum Beispiel, 50 Euro oder 55 Euro. Und dann kriegst du ein Messer von demselben Hersteller, Mora Knife, um 200 Euro. Und das ist einfach so blapp. Das ist einfach so blapp. Warum? Und dann auch gerade noch in einer Zeit der Inflation mit steigenden Preisen, kommt das so rüber, als würden die halt gerne schwedische Porsche fahren wollen. Nur, wenn ich das jetzt vergleiche mit anderen Messern aus dem Norden, zum Beispiel aus Norwegen, aber auch aus Schweden, von Herstellern, die da schon auch etabliert sind, wie zum Beispiel Helle, wenn man da 170, 180 Euro für ein Messer ausgibt, denkt man sich nichts, sagt man, ja, meine Güte, ne? Das ist halt so. Und jetzt kommt Mora mit den gestiegenen Preisen auch noch und sagt, ich möchte für dieses schöne Stück 200 Euro haben. Und ich verstehe es, dass da viele einfach nicht mit können. Was das Messer nicht hat, es hat kein Lanyard-Loch.
Es gibt hier dieses kleine, diesen Ding hier hinten an der Schlaufe. Kann man irgendwer erklären, was es mit dem auf sich hat? Bedeutet das, dass man das irgendwo bei einem Knopf einhängen kann? Dass es dann sozusagen, dass ich jetzt hergehe und sage, okay, ich hätte da einen fetteren Knopf und hänge das da ein und dann habe ich es sozusagen auf einer richtigen, ich habe es dann auf einer Jacke hängen. Ist das die Idee dahinter? Also das sind so Kleinigkeiten. Ja, aber lass uns einmal ein bisschen mehr arbeiten. Also zum Locken machen kann ich da gleich eines sagen. Das ist eine Freude. Und das ist vom Niveau her ja, nicht mit einem Standard-Mohrer vergleichbar, muss ich da auch sagen. Also schon vergleichbar. Aber das hier ist noch einmal ein Tick besser, sage ich da gleich. Aber ob das 200 Euro wert ist, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das ist, also, das ist ganz voll. Ja, in diesem ganz voll, in diesem, ja, wie das Mohrer ganz voll. Ja. Boah. Und das Esche hier, gell? Das Esche. Also ganz feine Teile, die du runterarbeiten kannst. Also das ist schon beachtlich. Heißt jetzt nicht, dass es keine anderen Messer gibt, die das können. Ich verstehe mich nicht falsch. Nur es ist halt auch nicht so, dass ich für die 200 Euro irgendeinen Shot kriege. Also das ist auch gleich einmal klar. Also Locken machen, super. Ich bin halt nicht der Scandi. Ich habe angefangen mit Scandi vor vielen, vielen Jahren. Da war Scandi sozusagen meine Nummer 1. Jetzt mache ich halt das meiste mit Flachschliff und deswegen fehlt mir halt auch der Winkel. Also schön sind die nicht, ja, schön sind die nicht. Wenn ich das jetzt mit meinem Biber machen würde, wäre das schöner. Aber sei es drum, ich habe hier hinter mir ein Feuer brennen. Und das braucht sowieso immer wieder ja, Holz. Warum? Ich mache dem Steine heiß zum Abkochen. Möchte das für Seven vs. Wild sozusagen zeigen, dass man ja, auch ohne Kochtopf kochen kann und welche Möglichkeiten es gibt. Und eines davon sind heiße Steine. Und da brauche ich sowieso Material. Ja, also da ist ein Ast. Und da geht es halt jetzt nicht weiter. Und man darf halt auch nicht vergessen, das Ding ist halt auch relativ kurz. Ich glaube, dass das Wit heißt. Ja, warte mal kurz, steht hier auf der Packung. Ja, Wit heißt. Jetzt kriege ich das auch gar nicht mehr raus. Muss ich oben einen Keil reinhauen. Ist alles intakt, alles in Ordnung. Aber ja, da kommt man halt nicht weiter. Da kommt man ohne Keil einfach nicht weiter. Nein, das geht sich nicht aus. Da braucht man eine Axt oder irgendein fetteres Messer. Aber es ging ja jetzt auch nicht darum, zu zeigen, was nicht geht, sondern das Ding macht einfach alles mit. Und schön ist es halt auch, nur ja, ein Schock ist es natürlich auch, wenn man auf den Preis schaut. Was ich total großartig finde, ist, dass die Beschichtung, also diese schwarze Beschichtung, wird durch das Batonieren so gut wie überhaupt nicht beeinflusst. Also das finde ich sehr, sehr positiv. Was mich ein bisschen stört, ist der zu schwach ausgeprägte Guard. Jetzt kann man sagen, okay Reine, was willst du? Es ist ein nordisches Messer. Aber ich bin halt gewohnt beim Arbeiten, dass ich einfach viel mehr Guard habe. Ich habe es jetzt gerade gemerkt beim Arbeiten. Ich verlasse mich darauf, einfach von meinem Körpergedächtnis her, dass hier ein Guard ist. Und daher ist das Umdenken und Umarbeiten auf das hier für mich ein bisschen schwierig. Mohrer erklärt den hohen Preis damit, dass das ein Messer fürs Leben ist, sozusagen. Einmal angeschafft wird es die ganze Familie, also kann man sogar Generationen weitergeben, weil es einfach so solide gearbeitet ist. Das Ganze ist ein Eschengriff, also keine Birke, sondern es ist, ich habe mich da vertan vorher, ich habe jetzt noch einmal nachgelesen, da ist eh alles drauf. Es ist keine Birke, sondern es ist eine Esche. Und ja, also ich kann noch einmal sagen, wenn du wirklich ein Messer suchst mit einem gewissen Touch, dann ist das cool. Also es tut alles großartig. Und vielleicht noch eine Sache. Ich höre ja auch immer wieder von Kommentatoren, auch hier im Bushcraft-Areal, dass die Mohrer, ja, mir taugt Mohrer nicht, weil die haben keine Lederscheide und das ist immer so Kunststoff und so Plastik und sowieso und überhaupt. Und ich glaube, dass das vielleicht auch ein Versuch ist, jetzt einmal in eine andere Ebene einzugehen. Und also ich mutmaße das jetzt, ja. Aber ja, wissen tue ich es natürlich auch nicht. Und kann dir aber nur sagen, dass es einfach ein Wahnsinn ist zum Arbeiten damit, gell? Also es ist großartig. 200 Euro ist halt auch. Nichtsdestotrotz, wenn es dir gefällt und du sagst, das Geld ist mir egal,
dann glaube ich aber auch nicht, dass du etwas Falsches machst. Es hat jetzt durch das Arbeiten etwas Charakter bekommen, nämlich der Griff ist halt ein bisschen abgeschlagen jetzt durch das Batonieren und ich habe es einfach auf den Boden hingeworfen, also jetzt nicht hingeschmissen, aber so, das lässt man halt einmal fallen. Und da ist der eine oder andere Stein, also man sieht da schon die leichten Kratzer. Aber ich muss auch dazu sagen, mir ist das wurscht. Muss ich wirklich dazu sagen, mir ist das echt egal. Für mich ist es ein Arbeitswerkzeug und daher stört es mich nicht. Schöne, sehr, sehr schöne Lederscheide und es ist halt einfach über einen Hersteller, also den jetzt zu kritisieren und zu sagen, okay, 200 Euro ist jetzt doch verrückt. Ich kenne die Kostenstruktur nicht. Ja. Es wurde mir erzählt auf der IWA 2023, dass da sehr viel Handarbeit mit dabei ist. Und ich sage so, leben und leben lassen. Und ich werde mich da jetzt nicht echauffieren oder mich aufregen, sondern einfach sagen, okay, die anderen aus der Serie werde ich mir nicht kaufen, einfach weil mir das Geld nicht wert ist. Heißt das, dass die schlecht sind? Nein, aber jeder, der es haben mag, soll damit glücklich werden. Und wenn Mora glaubt, dass sie damit glücklich werden, dann ist das auch in Ordnung für mich. Also ja, ja. Es wird mich wahrscheinlich immer wieder mal begleiten, aber der fehlende Galt ist für mich einfach ja, echt das Problem. Aber nur für mich. Das war's jetzt. Hier noch einmal im Überblick das Wit von Mora. Ich gebe da unten den Link, wo du es kaufen kannst. Wir selbst haben es nicht im Sortiment. Nehme ich nicht auf, weil ich einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis her nicht überzeugt bin. Gib da trotzdem den Link, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst. Du hast da den XL Feuerstahl oder zum Beispiel den Beaver. Da haben wir auch Aufsätze, zum Beispiel für Leatherman und für Victorinox und sowieso und überhaupt. Danke fürs Dabeisein. Viel Spaß. Dein René Osman und ciao, ciao.